Herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Ja, ich habe ein Tauschpaket oder besser ein Trash-Paket bekommen. Dieses Trash-Paket gehört zu der Gruppe Gine Schmidt, Beauty und mehr. Und ich habe das Paket heute zugeschickt bekommen von der lieben Nasti, von Nastis Beauty Welt, glaube ich, heißt es. Jedenfalls bin ich total gespannt, was sich hier drin befindet und ich packe direkt aus. Aber ich mache erstmal auf. Das, ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. So, das Päckchen ist nicht so groß, aber es ist richtig voll und da freue ich mich total. Ja, wir fangen an mit einem Beauty Love Säckchen. Mal schauen, was da alles drin ist. Oh, das ist richtig voll. Da schauen wir mal. Schauen wir mal. Das erste sind Hühneraugenpflaster. So, kann man immer gebrauchen, ne? Ich glaube, ich weiß, wer die da reingepackt hat. Dann haben wir hier eine Probe, sozusagen Duftwachse. Spice Cake, ich glaube, den hatte ich schon mal hier. Der riecht ziemlich nach Zimt, das ist nicht so meins. Dann haben wir hier ein Fingers Brush On Nail Glue. Achso, das ist für Leute, die künstliche Fingernägel tragen. Brauche ich nicht. Dann haben wir hier drin ein Shampoo von Ahuhu, das Argan Shampoo. Nährende Intensivpflege mit kaltgepresstem Bio-Arganöl. Das lege ich mal auf vielleicht. Dann ist hier noch ein Shampoo drin. Ich glaube, das ist schon mal benutzt worden. Ja, das ist mit Hyaluron-Shampoo. Natürlicher Glanz und intensive Feuchtigkeit. Das ist ein bisschen schwierig mit Hyaluron und Hibiskus. Ich rieche mal dran. Vielleicht. Aber ich werde auf jeden Fall nur eins behalten. Mal gucken. Dann haben wir hier Kisses from Italy Dry Shampoo Plotting Paper. Das fand ich schon super interessant. Das Trockenshampoo-Papier absorbiert überschüssiges Fett von den Haaren, ohne kreidigen oder kiesigen Rückstände zu hinterlassen. Für den Trockenshampoo-Effekt das Papier auf fettige Stellen von Haaren und Kopfhaut auftupfen oder abwischen. Die perfekte große Größe. Ist falsch geschrieben. Die perfekte Größe für unterwegs. Ich möchte das gerne ausprobieren. Das kommt auf jeden Fall auf. Ja. Wenn es nichts ist, tue ich es dann beim nächsten Mal wieder rein. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Dann haben wir hier Wishful, das ist ein Pröbchen. Oh, das kann ich ganz schlecht lesen. Puh. Pineapple-Enzyme, Papaya-Enzyme, AHA und BHA. Das ist dann ja wohl ein chemisches Peeling. Ja, warum eigentlich nicht, oder? Ja, vielleicht. Dann haben wir hier von Zukin Blemish Control Clearing Facial Wash. Ich weiß nicht, ob das von mir war. Werde ich auf jeden Fall mal fragen und mache ich auf einen anderen Stapel. Dann haben wir hier von Aurika. Gott, das kann ich überhaupt nicht lesen. Was ist denn das? Aura. Das ist ein Setting Spray. Oh, es riecht nach Kokosnuss. Sorry. Geht weg. Geht weiter. Die war von mir. Die Reset Lip Mask. Die war von mir. Dann den Smoothie Gloss Raspberry. Der war auch von mir. Dann haben wir hier eine Peeling Maske von E-Cooking, die brauche ich nicht, die geht weiter.
Dann haben wir hier von Oslo Airlines. Wie cool ist das denn? So ein Lipgloss. Ist der denn auch so pink? Ich muss gucken. Ist der pink? Der ist pink. Nimm ich. Finde ich gut. Dann haben wir hier so eine abgespacete goldene Nagelfeile mit Etui. Vielleicht. Ich mag sowas. Dann haben wir hier von Dior ein Teint. Gibt es das auf Deutsch? 24 Stunden High Perfection Skincaring Foundation. Okay, oh, die sieht gut aus. Auf jeden Fall, probiere ich aus. Nimm ich. Dann haben wir hier, ups, ein Bronzer. Nee, ein Mono Eyeshadow von Revolution. Brauche ich nicht. Dann haben wir hier zwei Nagellacke. Und zwar einmal einen so in so einem bläulichen und einmal in diesem, ja, so schimmernden Lila. Die können weiter wandern. Dann, ah ja, jetzt weiß ich's. Ja. Das war auch auf jeden Fall von Sukin. Dann waren beide Sukin von mir. Okay, das war's. Dann räume ich mal wieder ein. Ich werde natürlich nachher wieder versuchen, ein wenig umzuräumen. Das mache ich ja immer. So, gut, der auf die Seite. Dann haben wir hier eine Palette von Douglas. Festive Nudes. Okay. Oh, die ist aber hübsch. Oha. Okay. Oh ja, die gefällt mir gut. Schöne Glitzerpartikel. Zwei matte Farben. Fünf schimmernde und drei ganz glitzernde. Lege ich mal auf vielleicht. Mal gucken, was sonst noch hier drin ist. Dann habe ich hier etwas. Ist da gar nichts drin? Da ist gar nichts drin. Okay, dann geht's auf die Seite. Dann haben wir hier ein MAC Whip into Shape Tattoo Eyeliner in einem Blau und Weiß. Den muss ich mir an. Oh, ist auf jeden Fall so eine Pinselspitze. Und ja, warum ist der weiß und dann ist der. Ach, ein Corrector ist das. Wie cool. Ach, von Avon. Okay. Nee, brauche ich aber nicht. So. Dann haben wir hier von Batiste ein Trockenshampoo für strapaziertes Haar. Das brauche ich auch nicht. Dann haben wir hier ein Batiste-Trockenshampoo in dunkelbraun. Brauche ich auch nicht. Dann haben wir hier ein Miro-Parfum Femme. Komm her. Okay, ist nicht schlecht. Vielleicht. Dann haben wir hier eine Deep Moisturizing Cream für Beine, Füße, Knie und Ellbogen. Brazil Nut Oil, Avocadoöl, Kokosnussöl, Sandalholz, Gardenie und Korkeiche.
Keratin Energy Renewal. Nee, brauche ich nicht. Achso, ich muss es euch zeigen, ne? Okay. Dann haben wir hier immer noch dieses Täschchen. Und da ist etwas an Make-up drin. Ich glaube, das ist von mir. Dieser Mono-Eyeshadow, der ist von mir gewesen, glaube ich. Dann haben wir hier von Love einen Lippenstift und der gefällt mir sehr, sehr gut. Der ist nämlich metallisch und pink. Oder? Hä? Hier sieht der orange aus und so sieht er pink aus. Aber den nehme ich auf jeden Fall. Ja, dekorative Kosmetik, ne? Ja. Balance Me Pre and Probiotic Cleansing Milk. Die ist schön zum Ausprobieren, aber brauche ich jetzt nicht. Dann haben wir, dann haben wir eine Kokosnuss-Handcreme, sorry. Die geht weiter. Und dann haben wir hier noch einen Lipstrobe von Huda Beauty. Hallo, hallo. Okay, aber den habe ich selber, deswegen brauche ich den schon mal nicht. Dann packe ich hier mal alles wieder rein. So. Ja. Dann habe ich hier dieses gelbe My Little Beauty Täschchen. Und da ist eine Lidschattenpalette drin. Oder sind mehrere kleine Sachen drin? Gut. Wir nehmen erst die Lidschattenpalette. Die ist nämlich von BH Cosmetics. Jawohl. Ja, lass mal gucken. Aha. Interessant. Aber ich brauche nicht noch eine Nude-Palette. Wobei dieser Türkiston, der ist ja wohl total fancy. Nee, den brauche ich aber nicht. Wird wieder gut eingepackt. Dann haben wir hier aber noch Kleinigkeiten drin. Und haben wir hier einen... Was bist du denn? Bist du ein Eyeshadow? Ein Eyeshadow. In so einem Fliederton. Ist hübsch. Dann haben wir hier einen Eyeshadow in so einem peachigen Rosa. Also den kann man auch als Blush benutzen. Muss man eben nur ein bisschen vorsichtig sein, ne? Dann eine kleine Mini-Palette Taurus, also Stier. Ich bin Stier. Ach, das ist ja lustig, den kann man so aufdrehen. Und dann hat er hier, interessant. Okay, da ist einmal so ein heller Ton. Braun, die Brauntöne könnte man auch für die Augenbrauen nehmen. Dann haben wir Schwarz mit so einem Glitzer, so einen Terrakotta-Ton und einen goldigen Ton. Finde ich lustig, aber brauche ich nicht. Dann gibt es hier noch einen. Capricorn ist, glaube ich, Steinbock, meine ich. Okay. Ja, gleiches Konzept, nur mit bläulichem. Brauche ich auch nicht. Dann habe ich hier eine kleine Catrice-Palette. The Modern Matte Collection. Okay, das ist diese Farbpalette, auch sehr nudig. Aber ein bisschen rosa, ein bisschen Mauve. So eine ähnliche Palette habe ich. Die brauche ich jetzt auch nicht. Und dann habe ich hier noch einen Max & More Highlight Powder. Ja, den brauche ich auch nicht. Dann können wir das wieder einpacken. Und ich denke, ich werde nachher mal dann die dekorative Kosmetik zusammenpacken. Dann haben wir es ein bisschen besser aufgeräumt. Dann haben wir hier eine kleine Handcreme, Tony Moly, Sand of the Day, mit den kleinen Hündchen, die habe ich aber schon. Dann haben wir hier von Soul Clean, das ist ein transparentes Puder. Das schaue ich mir mal an. Oh.
Die ist ja noch neu. Oh, das ist hübsch. Ich stehe ja auf Puder. Vielleicht. Aber ich habe jede Menge zum wieder reinpacken. Deswegen kann ich es mir wahrscheinlich leisten. So, dann haben wir hier eine goldene Tüte. Da ist aber was drin. Okay. Was ist denn da drin? Ein Parfum. Commitment von Otto Kern Floral. Das ist nicht schlecht. Wenn es wieder zu demjenigen zurückkommt, dann könnte ich es mir noch überlegen. Aber ich gebe es jetzt erstmal weiter. Dann haben wir hier einen Briefumschlag. Ah ja. Huhu, ihr Lieben, als Einstand von mir gibt es für jede eine Butni-Maske. Eure Nika. Das ist cool, weil ich war noch nie bei Butni. Butni! Süßer Name, oder? So, was haben wir denn? Wir haben einmal Fruchtcocktail mit Mango. Wir haben eine Q10 Antifalten. Wir haben eine Aktivkohle. Eine Vitaltuchmaske mit Wakame Algenextrakt. Eine Vitamin C Tuchmaske. Eine exotische Blütentuchmaske und eine Glow-Tuchmaske mit Jasmin. Oh. Ah, ich hasse sowas. Nee, ich nehme die Q10 Antifaltenmaske. Vielen lieben Dank, Nika. Und herzlich willkommen in unserer Gruppe. So. Dann machen wir mal weiter. Hier ist nämlich noch eine... Achso, da ist einmal die große Tasche. Dann... Ah, okay. Jetzt muss ich erstmal gucken. Wir haben hier noch zwei, drei einzelne Sachen. Das ist einmal von Catrice. Der High Glow Highlighter. Den brauche ich nicht. Dann haben wir hier... Casual Tony and Guy Sea Salt Texturizing Spray. Keine Ahnung, brauche ich aber auch nicht. Bei den Haaren bin ich sowieso immer sehr, ja, sagen wir mal einfach. Ich färbe nicht, ich mache keine Locken. Das ist alles Natur. Das ist genau so, wie ich es habe. Und sonst noch was? Ach ja, hier war noch so ein Umschlag, der war auch zugeklebt. Okay, das sieht mir nach einem Goodie aus. Ich habe auch für euch Goodies besorgt. Achso, da haben wir hier ein paar Augenmasken, Under Eye Pads. Mein Gott. Eine sehr schöne Karte. So, das ist Hallo meine Lieben, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich freue mich mega und wir kommen in die zweite Runde von meinem Trash-Paket. Und ja, ich habe ein paar Goodies reingepackt. Habt viel Spaß beim Stöbern, eure Gina und Coco. Vielen Dank. So, das sind Under-Eye-Pads, die einmal mit Gurkenextrakt, Hyaluron und Tigergras. Die gibt es auch zweimal. Dann haben wir hier die Beauty Boost Kollagen Hyaluron und Zauberstrauch. Dann haben wir die Deep Hydration Aloe Vera Hyaluron und Vitamin E. Die ist interessant. Und dann nochmal den Zauberstrauch. Ich nehme die mit Aloe Vera und Hyaluron. Vielen Dank. So. Gleich auch noch eure Goodies verpacken.
So, dann haben wir noch diese Tasche und die ist ordentlich schwer. Und die ist auch ordentlich voll. So, hier vorne ist aber auch noch ein Tape. Ah, ne, da ist nichts drin. Gut. Hier drin haben wir, gehen wir auf Seite, ein paar Säckchen. Einmal den hier von der Little Box. Da sind drin Blasenpflaster. Da ist drin von Dennis Knutzen ein Niacinamid 10% Booster. Das klingt interessant. Das kommt mal auf, vielleicht. Dann haben wir hier Mystic Luster Glitter Body Mist. Glitter Body Mist. Körperspray mit Glitter. Das ist ja abgespaced. Ja, sowas brauche ich nicht. Aber ist lustig, finde ich gut. Dann haben wir hier eine Antifaltenmaske von Schäbens. Vielleicht. Ich liebe die. Weiß auch nicht. Total verrückt. Eine Orientmaske. Was denn das? Mit Arganöl, Schwarzkümmelöl und Sesamöl. Die habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Spendet Feuchtigkeit, beruhigt die Haut, verwöhnt und pflegt intensiv. Orientalisch würziger Duft. Ich liebe sowas. Vielleicht. Eine Peel-Off-Maske, die mag ich nicht so. Und eine Cooling-Maske, die mag ich auch nicht so. So, dann mache ich die Antifaltenmaske auch wieder rein. So. Dann haben wir hier ein Balea Lippenpflege Set Your Mind Free. Den habe ich. Dann haben wir hier von Manhattan Lasting Perfection. Die Farbe gefällt mir gut, aber ich habe schon zwei Lippenprodukte rausgesucht. Ah, vielleicht. Ich suche gleich einfach einen von denen raus. Dann von Art Deco Full Precision Lipstick. Ihr macht mich fertig. Könnt ihr nicht alles Lippenstifte hier reinpacken? Oh, die finde ich auch so schön, die Farbe. Oh nein. Ich suche gleich raus. Also, Säckchen leer. Dann können wir das hier wieder da reinpacken. Packe ich dann auch die beiden Sachen mit rein. Und das auch. So, dann haben wir das schon mal beiseite. Dann haben wir hier dieses hübsche Säckchen. Das ist auch von My Little Beauty, meine ich zumindest. Ja. Dann, oh, da ist dekorative Kosmetik drin. Scheiße. Okay. Okay. Okay, das ist lustig. Das ist sehr, sehr lilaner Glitzer. Den brauche ich nicht. Aber von Blushment, von Love. Oh, Gott. Ja? Oh, ist der hübsch. Ein Baked Blush. Oh, der ist schön. Und ich habe einiges zum Abgeben, oder? Vielleicht. Gott, ich liebe es. Oh, ich liebe Tauschpakete. Ist hier noch was drin? Ja. Dann haben wir hier noch zwei kleine Paletten. Einmal von Rival de Loup, so eine Nude-Palette. Die schaue ich mir auf jeden Fall mal an, weil die sieht grün aus. Aber ein bisschen zu wenig grün. Die kann weiter wandern. Und dann habe ich aber hier noch von Douglas so eine Winter. Die sieht auch grün aus. Ah, nee, die ist braun. Okay. Auch sehr nudig, aber schöne Farben. Und hier das Lila, das sieht man gar nicht so richtig. Aber das ist so ein Aubergine. Ah, nee, ist das Hot Chocolate?
und ist aber lila. Wie lustig ist das denn bitte? Naja, ich glaube, ich habe mich aber für meine Palette entschieden, die ich nehmen möchte. Dann haben wir hier aber... Oh, hier haben wir noch mehr. Nein, das ist alles Kosmetik. Oh, oh. Nicht runterfallen. Hier drin haben wir nämlich auch noch drei Sachen. Und zwar einmal Mercedes-Benz Woman. Ist das so ein Roll-On? Oh. Ich glaube, ich nehme mir dieses hier lieber als das große von Miro. Riecht ein bisschen ähnlich. Muss ich gleich mal vergleichen. Und dann haben wir hier noch von Mina oder Dreina oder wie auch immer einen Matt und Smooth Primer. Mal eben gucken. Okay. Ah, riecht noch nichts. Nee, brauche ich aber auch nicht. So. Und dann haben wir hier noch von Balea eine Magic is in the Air Body Lotion mit Vanille, Nelken-Latte-Duft. Interessant. Mal riechen. Oha! Ah. Okay, da ist sowieso nicht mehr viel drin, glaube ich. Ja. Oh. Oh. Oh, das hat was. Das riecht so nach. Ha. Bisschen nach Spekulatius. Doch, die behalte ich jetzt. So. Zwar steht zwar Bodylotion drauf, aber ich nehme es für die Hände jetzt gerade. So, und jetzt haben wir aber noch Paletten. Oh mein Gott. Okay, wir haben hier eine kleine Elf-Palette. Ich habe keine Elf-Palette. Ach, das ist auch... Menno, es ist auch keine Palette. Es ist ein Bronzer. Naja, sind auf jeden Fall schöne Farben, aber... Nee, Bronzer habe ich echt genug. Dann habe ich hier von Revolution wieder eine sehr nudige Palette, aber auch ein bisschen rötlich. Diese hier finde ich ganz gut. Die ist mehr so blushig oder Highlighter oder Blushtopper. Brauche ich aber auch nicht. Hier ist noch eine Palette drin. Die ist von Bella Pierre, auch eine Natural Palette. Was habt ihr denn da alles hinter? Okay, ich werde mal ein bisschen Farbe reinpacken, glaube ich. Die ist schön. Okay, die ist auch nicht benutzt. Finde ich schön. Schöner, toller Schwarzton. Ich überlege es noch. Ich überlege, welche ich von den beiden nehme. Okay, das war's, meine Lieben. Ich werde dann jetzt mal nochmal durch meine Vielleicht-Sachen gehen und dann werde ich mich wieder bei euch melden. Bis gleich! So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich mich entschieden, was ich jetzt wirklich nehme. Ich nehme die Bodylotion von Balea. Ich nehme mir diesen Lippenstift, weil mir da doch die Farbe, glaube ich, am besten gefällt. Dann habe ich mir ausgesucht dieses Puder. Also ich finde das so schön. Das werde ich auf jeden Fall mal austesten. Dann habe ich mir den Blush ausgesucht. Dann die Orientmaske. Dann gab es ja diese beiden Goodies. Dann habe ich hier diese kleine Probe von der Foundation. Ich habe mir dieses Niacinamid ausprobiert, weil meine Haut ist da auch gerade dran gewöhnt, weil ich das eigentlich jeden Tag leicht gesteigert habe. Und 10%, das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Dieses Plotterpapier. Und ja, bei den Paletten, da war es echt schwierig, aber ich habe mich für den schönen Schwarzton entschieden.
Diese Palette hier von Bella Pierre, die hat, ist zwar nudig, aber dieses Schwarz gefiel mir richtig gut. Ich mag solche Töne. Und außerdem wird es jetzt demnächst einen Nude-Look bei der Palettenparty geben. Und da dachte ich schon mal, die sieht gut aus. So, ihr Lieben, dann das war's. Ich freue mich sehr, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Die anderen Mädels, die bei mir mitmachen, die werde ich hier drunter natürlich alle verlinken. Ich packe jetzt zusammen und habe auch einige Sachen, die ich wieder reinpacken werde. Da freue ich mich schon sehr, wenn das Paket jetzt weiterwandert. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst mir sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da oder vielleicht auch ein Abo, wenn ihr sowas öfter sehen möchtet. Aber ist natürlich, bringt mir eigentlich nichts. Aber ich freue mich. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt bitte gesund, ne? Das ist das Allerwichtigste. Und schafft euch positive Gedanken, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr Lieben, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal, eure Claudi. Tschüss!